Gehört der zu dir? Nur vorübergehend. Hm. Wie immer? Weißt du. Kommt sofort. Sind wir ein guter Junge und bleiben einfach die ganze Zeit im Auto? Das fände ich, glaube ich, nämlich relativ lustig. Das fände ich absolut zum Wegschmeißen, wenn wir das tun würden. Aber tun wir das? Vielleicht tun wir das. Ne, wir tun's nicht. Wir steigen nämlich aus. Hey, Hank! Wie geht's dir, Mann? Was? Hey, ich hab nen ganz heißen Tipp für dich. Nummer 5 im dritten. Der ist blitzschnell. Der Gaul kann echt richtig rennen. Willst du was setzen? Dein letzter heißer Tipp ist ganz schön teuer für mich geworden, Peter. Ich möchte, dass er sich so an den Tisch stellt eigentlich. Ja, das ist das Beste, was geht anscheinend. Betrag dich mit Lieutenant Anderson. Ja, klar. Kann ich seinen Gesichtsscan da hinten? Nein, okay. Okay, ich bin dabei. Verdammt gut! Hey, du wirst nicht bereuen. Ich möchte wissen, wer das ist. Okay, cool, jetzt können wir zu ihm hingehen. Hey, Hank. Wie geht's dir, Honey? Oh, Honey. Was ist dein Problem? Mein Problem bist du. Du kannst mir nicht hinterherrennen wie ein Hund. Oh, Bitch, wenn du wüsstest, was ich alles kann. Fürs Verhalten entschuldigen findet er wahrscheinlich immer kacke. Deswegen sage ich jetzt, ich bin sein Partner. Da wir jetzt Partner sind, wäre es für die Arbeit... Hat er ihn gerade so angebufft? ...sich besser kennenzulernen. Wir sind keine Partner. Ich bin ein Mensch und du eine Maschine. Also erspar mir das Freundschaftsscheißprogramm, okay? Sei doch nicht immer so pissig. Bitte sehr. Ah. Oh geil, Hamburger. Einfach 1680 Kalorien. Oh, voll gut, Mann. Und... einfach eine XL-Limonade mit 710 Kalorien. Das nimmst du beides und hast einfach für 3 Tage ausgesorgt. So. Danke, Gary. Ich verhungere. Vergiss das Ding nicht. Keine Chance. Der folgt mir überall hin. Hi, Gary. Kann ich mit dir reden? Ich nehme das als Nein. Kann ich dir bei dir reingehen? Schade. Gewohnheit? Essen Sie häufig hier? Meistens. Gary macht die besten Burger in Detroit. Sie haben gar nichts bezahlt. Gary ist ein Freund. Einer erwischt die andere. So ist das eben. Hm. Möchten Sie irgendetwas über mich wissen? Scheiße. Nein. Tja doch. Warum siehst du so dämlich aus und klingst wie der letzte Arsch? Cyberlife-Androiden sollen harmonische Beziehungen herstellen. Mein Äußeres und meine Stimme sind darauf ausgerichtet, meine Integration zu erleichtern. Tja, war wohl nichts. Ich habe eine persönliche Frage, Lieutenant. Warum hassen Sie Androiden so sehr? Ich habe meine Gründe. Möchten Sie erfahren, was wir über Abweichler wissen? Aber sicher doch. Weiter. Wir vermuten eine Art Mutation in der Software einiger Androiden, die zur Nachahmung menschlicher Emotionen führt. Klartext, bitte. Sie können nicht wirklich fühlen, sondern erhalten irrationale Anweisungen, die unberechenbares Verhalten auslösen. Emotionen machen nichts als Ärger. Die Androiden ähneln uns doch mehr als gedacht. Hm. Schon mal mit Abweichlern zu tun gehabt? Vor ein paar Monaten. Ein Abweichler wollte mit einem kleinen Mädchen vom Dach springen. Aber ich konnte sie retten. Oh, du hast bestimmt deine Hausaufgaben gemacht.
Und du hast jetzt alles über mich rausgefunden. Lüge. Ich konzentriere mich auf den Fall, Lieutenant. Der Rest geht mich nichts an. Ah, verdammt. Mir wurde ein mutmaßlicher Abweichler. Warum hasst Hank mich immer? Ein paar Blocks entfernt. Ich will doch einfach nur, dass er mich liebt. Wir sollten nachsehen. Dass er mich in seine starken Arme schließt und sagt, Connor, ich beschütze dich. Ich bin im Auto, wenn sie mich stattdessen ist er so, Connor, ich hasse dich. Ich hoffe, du verbrennst. Ich möchte, dass deine Haut von deinem Gesicht schmilzt. Hey, Connor. Sind deine Batterien etwa leer? Tut mir leid. Ich habe CyberLife Bericht erstattet. Und willst du da etwa im Aufzug stehen bleiben? Nein. Ich komme. Was wissen wir über diesen Kerl? Nicht viel. Ein Nachbar hat berichtet, dass er seltsame Geräusche auf dieser Etage gehört hat. Die Wohnung sollte unbewohnt sein, aber der Nachbar sagte, er habe hier einen Mann gesehen, der eine LED verbarg. Oh Mann, wenn wir jetzt auch noch jedes seltsame Geräusch untersuchen sollen, brauchen wir echt mehr Cops. Hey. Geht hier noch mehr? Hier geht nicht mehr so viel. Hast du vorhin im Aufzug wirklich einen Bericht abgeschickt? Korrekt. Ist jemand zu Hause? Aufmachen, Detroit Police! Bleib hinter mir. Verstanden. Oh wow, was war das denn gerade? Wir waren einfach hinter der Wand. Spannend. Was zur Hölle ist das denn? Oh shit, das klingt sehr fies. Ew. Scheiße, wie das hier stinkt. Da geht die PS4 schon so ein bisschen in die Knie bei den 15 Billionen Tauben, die hier drin sind. Ein paar weniger hätten es auch getan, glaube ich. Ein bisschen Farm. Ah, guck mal. Was gefunden? Ich weiß nicht. Wohl eine Art Notizbuch, aber es ist nicht entzifferbar. Warum würde denn jemand 790.000 Tauben in seiner Wohnung halten? Aber es sieht sehr episch aus eigentlich, wie die hier gerade alle so wegfliegen und das alles so in der Zeit eingefroren ist. Das lasse ich den Dudes mal. Das haben sie ganz cool gemacht. Der Führerschein ist gefälscht. Cool, da hat sich der Besuch gelohnt. RT. 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 Vermutlich RT. Initial. Was könnte RT bedeuten? Was machen Mütter für ihre Erstklässler? RA9. Sehr mysteriös. Irgendeine Idee dazu? RA9. Und zwar 2471 Mal. Das gleiche Symbol hat Ortiz Android an die Duschwand geschrieben. Warum sind sie so besessen davon? Sieht aus wie Labyrinthe oder sowas.
Scheiße, ich hasse diese Viecher! Eww, das kannst du doch nicht machen! Ach, das ist... okay. What? Da hatte wohl jemand keinen Bock auf seine Biokomponenten. Seine LED ist im Waschbecken. Natürlich war es ein Android. Ein Mensch hätte diese Scheißtauben nicht ertragen. Wo er recht hat? Wo ist Anhaltspunkt Nummer 2? Ah, hier. Marker, okay, okay. Rekonstruieren wir die ganze Geschichte mal. Futter. Ich fass es nicht. Diese Irre hat tatsächlich die Viecher gefüttert. Gibt's doch nicht. Jemand, der sich um Tiere kümmert? Ich glaube es ja nicht. So. So. Und wahrscheinlich das hier, genau. Okay. Verdächtig hat gehört, wie wir reingekommen sind. Dann heißt das, okay, er rannte also total panisch. Oh, er ist mal wieder auf... Was haben eigentlich diese Androiden ständig auf den Dachböden zu suchen? Ja, schlimmer als irgendwelche Wiesel oder sowas. Diese gottverdammten Dreckstauben! Worauf wartest du noch? Hinterher! Oh, ich sehe, was passiert. Ach du Scheiße. Okay. Schnell aber riskant. Langsam aber sicher. Schnell aber riskant. Finden wir gut. Gefahrloser Umweg, schnell aber riskant. Okay, schnell aber immer schnell. Schnell und riskant, das ist unser Ding. Fuck. Richtig. Alles gut. Ne, wir gehen hier lang. Hier irgendwo lang? Ah, okay, sehr gut. Schnell interessant, finde ich super. Machen wir. Nein, 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 nein. Ah, fuck. Shit. Scheiße. Sei
Ahnung, was ich tue. Oh Gott, was? Darf doch nicht einfach stehen. Was? Das war voll richtig. Hank, no! Hank, Bro! Bro, Hank, no! Scheiße! Oh, Scheiße! Wir hatten ihn! Verdammt! Es ist meine Schuld. Ich war zu langsam. Du hast ihn wegen mir nicht erwischt. Ist schon gut. Wir wissen, wie er aussieht. Wir finden ihn. Hey, Connor. Nichts. Wir sind befreundet, wir sind befreundet. Ich muss ihm nur das Leben dafür retten. Sehr gut. Okay.